durch die Gegend. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch verrückt. Wie zum Geier bist du denn hier gelandet? Da, das ist eine Riesenverschwörung. Oh, echt? Von wem? Von allen! Regierungsorgane, Geheimorganisationen, Sicherheitsdienste, die waren alle dabei. Aber warum? Du bist doch nur ein Spinner in einem Ballettröckchen. Das würde jemand mit ihrem beschränkten Verstand wohl annehmen. Leider habe ich keine Zeit, das alles im Detail zu erklären. Also, um's kurz zu machen, ich habe einen Reptilianer getötet und wurde erwischt. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Sie wissen nicht mal, was ein Reptilianer ist. Stimmt's? Na klar weiß ich das. Die regieren heimlich die Welt oder so. Die Gestalten, die immer Mäuse im Fernsehen gefressen haben. Tja, so ungefähr. Okay. Und wie sah dieser Reptilianer aus? Irgendwie dicklich. Und er hatte immer dieses Feinripp-Unterhemd an. Er schob immer einen Wagen herum und verkaufte Luftballons. Ich hasse Luftballons. Zutiefst. Oh. Du hast den Typen umgelegt? Komm schon, Mann. Der hat doch durch die Heliumvergiftung schon genug gelitten. Es tut mir nicht im Mindesten leid. Ich sah ihn nie in seiner reptilianischen Form, aber er war mit Sicherheit einer von ihnen. Er hatte eine sehr hohe Stimmlage. Viel zu hoch, würde ich sagen. Ich musste ihn aufschlitzen. Er quiekte dabei wie ein Ferkel. Die hohe Stimme war doch vom Helium. Du weißt doch sicher, was passiert, wenn man das einatmet. Nein, und das ist mir auch egal. Er hatte es verdient. Und ich war sozusagen nur der Ausführende. Okay? Okay, okay. Mann, du bist ja echt so ein Django, Alan. Naja, ich muss los. In Ordnung, aber achten Sie auf diese Gestalten. Hier sind sicher ein paar von Ihnen im Undercover-Einsatz. Klar. Ich pass schon auf. Okay. Hey, was geht, Brooks? Morgen, Junge. Brauchst du was? Nee, danke, hab keinen... Hast du das gehört, Jake? Er macht sich auf die Socken, um zu fegen. Hat dir eigentlich all die Jahre noch nie jemand gesagt, dass du stocktaub bist? Raub? Ich sitz nicht wegen Raub. Wäre ganz und gar nichts für mich. Na sicher. Mach's gut, Brooks. Okay. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Da brauche ich ein Brecheisen zu zahlen. Das geht nicht. Ah, der Ofen in dem Brun. Nur ein paar Schatten. Brauche ich nicht. Ich glaube, ich hab... Die muss ich nicht wegnehmen. Verschwenden wir lieber keine Zeit mehr mit dem Abschaum. Das bricht mir das Herz. Heiliger Odysseus 31. Randall Hicks, du lebst. Ja, ich lebe. Und nur um's abzukürzen, ich weiß alles über deinen Fluchttunnel und ich weiß auch, dass du für die Mauer in Sektor 7 Sprengstoff brauchst. Stimmt's? Woher weißt du das alles? Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Raus aus meinem Kopf! Was? Ich will das nicht. Ich will keine Leute in meinem Kopf. Entspann dich, Charlie. Ich hab nur oben im Stockbett gelegen und dich im Schlaf reden hören. So war das nämlich. Oh, ergibt Sinn. Warte mal. Bist du der berühmte Mr. Hicks? Ja, na klar. Was hast du denn gedacht? Gibt's nicht. Das kann nicht sein. Ist aber so. Also du bist in diesem Knast Mr. Big Shot? So drück ich selber nicht aus, aber ja. Scheiß drauf. War zwar nicht einfach, aber ich bin jetzt hier der Boss. Wow. Sollte ich dich jetzt nicht vielleicht Sir Randall nennen oder so? Och komm schon, Charlie. Das gilt nur fürs Fußvolk. Du kannst mich Meister nennen. Schon, weil du mich ja hier rausbringst. Wie meinst du das? Tja, wir müssen durch die Betonwand durch und wenn ich etwas Sprengstoff auftreiben kann, dann bin ich beim Ausbruch dabei.
Stimmt's? Tja, naja, wenn du mitmachen willst, ist das schon okay. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Sprengstoff auftreiben können. Oh, ihr Kleinmütigen. Wart's einfach ab. Genau. Yo, Murray. Was geht, Murray? Nicht viel. Weißt du, ich... Der gute alte Murray. Mit ihm fühlt man sich so sicher. Ja, ich mach nur meinen Job. Übrigens. Irgendwas Neues von draußen? Draußen? Heute hat sich zum Beispiel ein Junge, etwa in deinem Alter, einfach so umgebracht. Ja, hat sich mit dem Staubsauger das Hirn rausgesaugt. Das geht. Man sagt, er sei noch 4 Minuten rumgelaufen, bevor er tot war. Mann, echt gruselig. Ist das Ihr Ernst? Ich mein's immer ernst. Und dann gibt's noch das Problem mit den Obdachlosen. Jeden Tag gibt es mehr davon. Und alle scheinen genau gleich auszusehen. Glauben Sie nicht, dass das vielleicht immer der gleiche ist, der nur an unterschiedlichen Orten rumhängt? Na, woher soll ich das wissen? Ist nicht mein Revier, also auch nicht mein Problem. Tja, dann ist ja wohl alles im Lot in der Stadt. Glaub mir, hier drin ist es gar nicht so schlimm. Das muntert mich ein wenig auf. Aber dann muss ich daran denken, dass ich in der Zelle sitze. Und das bringt mich ganz schnell wieder runter. Trotzdem danke. Bitte sehr. Gibt's irgendwas Neues? Eigentlich nicht. Das Übliche. Verstehe. Obwohl heute alle über dich reden. Du hast es ja schnell zu was gebracht hier. Danke, Murray. Aber so schnell ging das gar nicht. Die Tage hier fühlen sich manchmal an wie Jahre. Hör zu. Ich weiß ja, dass Beliebtheit hier drin ganz gut klingt. Aber lass mich dir mal was sagen. Wenn ich du wäre, würde ich den Ball flach halten. Die Leute hier sind gefährlich. Und sie werden leicht neidisch, besonders auf die, die die Zügel in der Hand haben. Danke, Murray. Merke ich mir. Würde ich auch. Ich muss dann los, Murray. Man sieht sich. Also, ich muss schon sagen, in letzter Zeit ist mein Bizeps schon etwas gewachsen. Wisst ihr, so an der Maus sein und klicken und sowas, das trainiert alles die Muskeln. Ich hab genug Zigaretten. Was geht ab? Hey! Oh, hallo, Mist. Mir geht's prächtig, Breifresse. Ganz prächtig. Also, wollten Sie irgendwas? Aber sicher. Warum sollte ich mich sonst mit einem Niemand wie dir unterhalten? Natürlich. Ich hab dich vor langer Zeit um etwas gebeten, aber du hast mich ignoriert, weil ich damals der Niemand war. Erinnerst du dich? Ganz ehrlich gesagt? Nein, Mr. Hicks. Egal. Ich habe jedenfalls viel Geduld aufgebracht, hab mir Zeit gelassen. Aber wie du sehen kannst, schmeiß ich jetzt den Laden hier. Ich bin der große Zampano hier drin. Natürlich sind Sie das, Sir. Jeder weiß das. Okay. Und jetzt will ich, was mir rechtmäßig zusteht. Was? Was meinen Sie, Mr. Hicks? Können wir mal über deine geliebte rosa Flasche sprechen? Meinen Sie die hier? Genau die. Und wenn da rosa Wismut drin ist, sind wir die besten Freunde. Na, da haben Sie aber Glück, Mr. Hicks. Da steht drauf, rosa Wismut. Woher wussten Sie das? Man könnte sagen, dass ich ein guter Beobachter bin. Aber ehrlich gesagt ist das einfach das einzige rosa Zeug, das ich hier drin je gesehen habe. Verstehe. Wissen Sie, ich habe immer dieses Sodbrennen. Kommt vermutlich von dem Schweinefraß, den es hier immer gibt. Weißt du, Bruno kocht gar nicht so gut, wie er sich einbildet. Wenn wir hier nur was Anständiges zu essen kriegen würden, müsste ich nicht immer diese Flasche mit rumtragen. Verstehe. Weißt du, du gefällst mir. Also sag ich dir Bescheid, wenn ich irgendwo was Gesundes zu essen auftreibe. Danke, Mr. Hicks. Na gut. In Ordnung. Etwas Gesundes. Vielleicht ist es in aller Zeit... in der mich alle vergessen haben. Im Hinterhof was gibt. Die nehme ich nirgends. Die nehme ich. Die nehme ich. Die nehme ich. Die nehme ich.
Was sind drei oder vier blättrige Klee? Egal. Wenn ich einen finde. Hey, was haben wir denn hier? Ein original vierblättriges Kleeblatt. Tja. Die fasse ich lieber. Die Vogelscheuche stinkt jetzt, aber die Katze scheint ganz angetan vom Geruch. Ich komme nicht. Das muss Jakes Nest sein. Da ist was drin. Es gibt. Da komme ich nicht. Da wirft die Gartenkralle danach. Da komme ich. Wenn du das für eine gute. Ja, ja, Auszeit vom Spiel. Wir kennen das. Oh. Da muss nicht. Willst du mich verarschen? Morgen. Was geht, Hicks? Spaziergang? Ich informiere mich gern, was in meinem Gefängnis so passiert. Ach, hier ist alles ruhig. Wenn irgendwas passiert, werde ich es dich zuerst wissen lassen. Also, hast du irgendwas über den großen Ausbruchsplan gehört? Tja, nur Gerüchte. Ich weiß, der fette Nerd mit den Klauen hat irgendwas vor. Ich habe dem nie über den Weg getraut. Hm. Ist das alles? Soweit ich weiß. Hattest du nicht mal ein Brecheisen? Ach, habe ich schon lange nicht mehr. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Vielleicht kriegt ja jemand ein neues zum Geburtstag. Ehrlich? Na, mal sehen. Aber du musst ein braver Junge sein, verstehst du? Also, nichts Außergewöhnliches? Nein, nur dass du mich mit Fragen löcherst. Stimmt was nicht, Hicks? Entspann dich, war nur neugierig. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Mach ich. Hey, gibt's was Neues über den Weitspuck-Wettbewerb? Immer das Gleiche. Alle sagen, dass Bruno dieses Jahr Favorit ist. Gab's früher mal andere Favoriten? Ja, vor ein paar Jahren gab's mal so einen komischen Typen, der wirklich gut war. Das Problem war nur, dass der echt einen an der Waffel hatte. Was ist mit ihm passiert? Er kam in die Psychiatrische. Sag ja, der war völlig irre. Interessant. Tja, muss los. Klar, Hicks. Man sieht sich. Alles klar hier? Alles geht seinen Gang, Mr. Hicks. Jetzt, wo Bruno bei uns mitmacht, können wir nicht mehr verlieren. Freut mich zu hören. Auf der Trophäe steht praktisch schon unser Name, solange es nicht noch irgendwelche Änderungen in letzter Minute gibt. Du meinst wohl, mein Name steht drauf. Aber wir sind doch ein Team, oder? Nein. Okay, Mann, nur die Ruhe. Wir sind doch alle Freunde. Mal was anderes.
Gibt's irgendwas, was ihr mir erzählen wollt? Kommt schon. Ich will gut über meinen Knast informiert sein. Dein Knast? Unser Knast, Bruno. Hier ist Platz genug für uns beide. Ja. Es gibt Wettbewerb. Oh. Wir haben uns einfach nicht viel um irgendwas anderes gekümmert. Echt? Na gut, dann werde ich dir wohl einfach glauben müssen. Wir könnten sie nie anlügen, Mr. Hicks. Na dann spuckt mal schön weiter. Ich bin weg. Tschüss, Mr. Hicks. Wenn Sie was brauchen, fragen Sie uns einfach, ja? Oh, verdammt, jetzt hat mich ein Teil davon übersprungen. Ja, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Ich musste bis hierhin jetzt etwas spielen. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt alles dabei habe, aber naja. Denn mein PC hat sich dazu entschieden, nach ungefähr 15 Minuten, weil, ja, wir haben jetzt 3.44 Uhr, es war ungefähr vor, na, vielleicht eine Viertelstunde oder so jetzt, kann es nicht genau sagen, oder ich kann es nicht genau einschätzen jetzt, wie lange das schon her ist. Es war auf jeden Fall vor ein paar Minuten, wollte ich gerade so mitten am Aufnehmen, ihr werdet es ja auch sehen, dann hat es auf einmal abgeschaltet, es hat das Spiel komplett ausgeschaltet, Bandicam auch gleich sofort, Bandicam konnte das sogar noch rekonstruieren, das war super. Und ja, Spiel hat's geschlossen, Bandicam auch, alles andere, mein PC ist runtergefahren und dann nun, ich dachte mir nur noch, oh Scheiße. Und dann, stand dran, Updates werden initialisiert. Und dann hat es natürlich erstmal Updates installiert, weil mein PC ja auch es so nötig empfindet, obwohl ich die letzten Tage meinen PC so oft ausgeschalten habe, hätte es am mindesten gleich diese Updates installieren können, aber nein, es muss es unbedingt dann tun, wenn ich aufnehme. Mein PC ist da richtig cool. Also, das macht bestimmt auch jeder andere PC. Hey, wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Der Letzte, der sowas gefragt hat, wurde wie eine Kakerlake von seinem Klappbett zerquetscht. Das glaube ich gerne. Aber vergiss nicht, wen du vor dir hast. Weißt du, ich brauche ein bisschen Frittierfett und in der Küche habe ich keins gefunden. Du warst in meiner Küche? Entspann dich, Mann. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ja. Also, was läuft denn hier so? Wir trainieren für den Weitspuck-Wettbewerb. Wonach sieht's denn aus? Klar. Wegen dem Frittierfett. Ich muss unter allen Umständen diesen Wettbewerb gewinnen. Der ist morgen, oder? Ja, klar. Wo lebst du denn? Sorry. Hab wohl vergessen, den Spucksport-Newsletter zu lesen. Aber wenn ich was für dich tun kann, spuck's einfach aus. Und vielleicht kann ich mir ja dann das Fett ausborgen. Hey, es gibt gewisse Grenzen. Ich muss das hoffentlich nicht nochmal sagen. Ruhig, Brauner, ruhig. Naja, es gibt wirklich was du für mich tun kannst. Ich brauch was, womit ich meine Weite nachmessen kann. Jeder Teilnehmer muss sein eigenes Maßband mitbringen. Und ich hab meins meinem Zellengenossen gestern Abend in den Hals gesteckt. Siehst du? Man kann sich doch gegen